So, vielen Dank, dass es geklappt hat mit dem Interview. Ich sitze hier mit Oatville oder einem Teil von Oatville. Ein Teil von 2 von 5. Zwei Zwei von fünf. Fünftel von Oatville. Erzähl doch erstmal, wer seid ihr eigentlich? Ich bin Hauke, Sänger von Oatville. Ich bin der Gitarrist und heute nicht anwesend sind unser Schlagzeuger Sascha, Martin, unser Bassist und Tim. Nee. Unser, genau, Martin, unser Bassist. Martin, unser Das Pianist und Tim, unser Bassist. war ich schon wieder ein weiter. Verzeihung. Gar kein Problem. Ja, das ist Gut, und was macht ihr so? Was wir so machen? An Mucke oder so Privat, wenn wir privat? rausgehen. Nein, als Band natürlich. Ja, als Band würden wir uns bezeichnen als Das ist mehr eine Mischung aus vielen Genres. Pop, Rock, Punk, bisschen Metal. progressiv, Schlager, Ab und zu das auch. Tanzmusik, Bisschen Reggae-Einflüsse. Ganz Reggae, kurz, mal Dub und oder? Reggae-Einflüsse. Ist auch dabei. Also eine ganz vielseitig, ne? Ich glaube, man kann es nicht mit einem Wort beschreiben, die Band. Und in eigenen Worten, warum sollte man euch kennen? Was macht euch einzigartig? Warum sollte man uns kennen? Ich glaube, kennen sollte man uns, weil wir jetzt gerade ein unglaublich gutes Album aufgenommen haben, wo man sagen kann, das lohnt sich. Was es uns speziell macht. Es lohnt sich, das zu hören auf jeden Fall, dieses Album. Das ist ja auch eine Mischung aus dem, was wir gerade gesagt haben, aus vielen Genres auf einmal. Es ist jetzt kein reines Pop-Album, es ist kein reines Rock-Album. Es ist halt sehr vielseitig, deswegen ist das auf jeden Also Fall. auch das neue Album würdet ihr nicht in eine Schublade stecken, sondern sagt ihr, es ist auf jeden Fall ein Mix immer noch aus verschiedenen Genres. Genau. Ich habe gestern ein schönes Review gesehen von jemandem, der gesagt hat, dass wir es schaffen, zwar das Rad nicht neu zu erfinden, aber alle Genres, also das Beste aus den Genres des jetzigen Zeitgeists zu übernehmen und das in ein Album zu packen, ohne dass man merkt eigentlich, dass man halt so Genre-Schubladen dicht geballert wird. Und das passt auch, ich glaube, ganz gut. Ja, ihr habt ja auch in der Vergangenheit auch viele Sachen in Englisch gemacht. Und jetzt das neue Album ist aber komplett auf Deutsch, glaube ich, richtig? Ja. Ja, es war nur ein englischsprachiges Album. Das ist auch schon lange her. Ja, 2009, okay. das ist schon Eigentlich gut. drei Jahre, uns gibt es schon 12 Ja. Jahre. Aber viele sprechen uns darauf an, dass wir ja mal Englisch gesungen haben, aber das ist einfach nur so, keine Leiche im Keller nicht, aber das war so unsere Jugend. Gut, warum habt ihr denn damals auf Englisch angefangen und seid dann umgeswitcht auf Deutsch? Ist geil. Ich wollte damals haben wir alle irgendwie angefangen mit unseren Schülerbands Englisch zu singen. Und ich habe, als wir Otre gegründet haben, auch gefragt, wollen wir nicht das Ganze auch in Deutsch machen und diese bloß nicht in Deutsch. Bitte nicht. Und damals haben wir auch noch ganz andere Mucke gehört. Also waren beeinflusst von Tool und Dredge und Sigur Rós und die ja isländisch singen. Ich habe auch Isländisch. Aber alles, was wir gehört haben, war Englisch. Und das war dann halt nahe, dass wir das dann auch tun. Ja. Ihr wart ja auch bei X Factor. Ja. Also wart. Ich hab gehört, Kurz. ihr wart von dem ganzen Konstrukt nicht ganz so begeistert. Oder was hat, also, ihr könnt ja einfach mal kurz erzählen, wie war denn das, dabei zu sein? Anstrengend. Okay, inwiefern? Na, im Grunde waren wir da, um uns auch mal zu sehen, was da passierte eigentlich. Ne? Wir haben uns das schon gedacht, was passiert, aber das nochmal live zu erleben, ist nochmal was anderes. Zu sagen, okay, wir wussten, wie es ist. Gut, danke. So, Danke wenn reicht. das so, ja, wenn man da auch. Man konnte halt auch nicht sehen, es wurde immer vorgeschrieben, was du tun musst eigentlich. Gefühlt. So, man konnte sich halt nicht selbst entfalten, wie man wollte. Man war halt sehr eingeschränkt in dem, wie man wirklich ist. So, und das war uns dann auch nicht mal auch zu viel des Guten. Ist halt Fernsehen. Ne? Das ist halt die Ausrede für alles. Ist halt immer, ist halt Ja. Fernsehen. Jetzt stellt euch nicht so an, ist halt Fernsehen. Hm. Komm, zieh mal dein T-Shirt aus, ist halt Fernsehen. Ne? Wenn du berühmt werden willst, dann musst du halt sowas tun. Jetzt nochmal langsam und jetzt nochmal so und jetzt nochmal so. Ne? Also, Und, denkst du, oh, ja gut, der Gag wurde jetzt schon dreimal erzählt, warum nochmal? So, ne? wir sind halt auch echt. Also, die haben uns halt auch so ein bisschen dargestellt, als wenn wir voll die
voll die Dieben wären, sind halt bloß ehrlich. Und wenn uns was auf den Keks geht und wenn es auf den Sack geht, dann geht uns was auf den Sack. Und wenn wir keinen Spaß haben, dann haben wir keinen Spaß. Und wenn wir Spaß haben, dann haben wir ehrlich Spaß. Ja. Und das zeigen wir dann halt auch. Dann sind wir auch ganz unverblümt. Und wir sind halt auch keine 22 mehr und denken halt, wenn man den X-Faktor gewinnt, dann, dann beginnt halt die große, dicke Karriere. Also wir wissen halt schon, was das für ein Format ist und wissen halt auch, dass mit diesem Format halt eigentlich eher die Künstler supportet werden, die jetzt halt in der Jury sitzen und dann gerade ein neues Album rausbringen oder eine Live-DVD. So, die waren super nett und freundlich zu uns. Also das komplette Team dahinter war mega freundlich zu uns, ja, die sich um uns gekümmert haben. Aber wir selber haben es auch als Spaß mitgebracht, mitgemacht. Also wir haben halt, uns war das eigentlich war es uns egal. So, auch bei den ersten Auditions haben wir das eher als Scherz gesehen und haben halt gesagt, okay, wir liefern ab, wenn wir abliefern sollen, und dann ansonsten haben wir halt einfach Spaß. Ja. Und bei den Auditions in Köln selber haben wir halt gemerkt, dass wir überhaupt keinen Spaß mehr haben, und deshalb haben wir das dann auch gebreakt, weil auch die Verträge, die dann gekommen sind, sind nicht so, wie wir sie gerne hätten, oder beziehungsweise gar nicht mal so, nicht so, dass das so wir, sondern wir wären schon darauf eingegangen, wenn uns ein Angebot gemacht wird, dass wir in Verhandlungen gehen. Mhm. Aber solche Verhandlungen finden da überhaupt gar nicht statt, sondern es ist halt einfach friss oder stirb. Mhm. Weil irgendeine Band kommt halt immer an und sagt, wir würden es halt gerne machen, ja, aber dafür machen wir den Scheiß halt auch schon zu lange. Ja, war halt nicht förderlich, so was drin stand im Endeffekt. Mhm. Ne? Es war halt gut für die, aber es war halt nicht, es ist nicht unbedingt für den Künstler so. Ne? Ja. Und als am Ende haben wir halt einfach ein bisschen Promo gemacht für uns. Das war es halt auch so, wir wollten, hatten halt Bock irgendwie, bitte ja, bitte gleich unsere erste Single halt ein bisschen zu promoten, ja, den da halt gut abzuliefern, dem anderen Publikum zu zeigen. Ich habe da noch einige politische Sachen auf jeden Fall gesagt, die ich nicht so cool finde, die aber relativ die wurden halt rausgeschnitten, obwohl dann noch gesagt worden ist, nein, hier bei X-Faktor, da dürfen wir schon politisch sein, aber es wird alles rausgeschnitten. Aber es ist halt in Ordnung. Irgendwie dann hast du halt 100 Instagram-Follower mehr, 50 Facebook-Follower mehr, klar, 5 Leute kaufen mehr die Platte, 5 gehen halt zum Konzert hin, ja, und dann hast du auf der Form halt irgendwie ein bisschen Content erreicht, und das ist dann auch wurscht. Also wir wollen halt nicht die Band sein, die bei X-Faktor meinetwegen Helene Fischers Atemlos gecovert hat, und dann bist du das immer. Dann hast du erstmal die ersten 4, 5 Jahre hast du dann erstmal diesen Ruf weg, ihr wart doch bei X-Faktor und habt das und das gemacht. Aber das ist es halt nicht. Wir möchten halt gerne Otwe sein, die einfach, ey, ihr seid doch die Jungs, die halt dieses fette Album Rom aufgenommen haben. Ja, ja, genau, die sind wir. Apropos neues Album. Letzte Woche war die Release-Party. Wie war da die Stimmung? Also ausverkauft war es ja relativ schnell, habe ich gesehen. Ja. Wie war da grundlegend die Stimmung in der Astra-Stube? Gut, sehr gut. War auch, ich fand es stimmungsmäßig, es musste erstmal so ein bisschen ankommen auch. Hm. Weil es ja auch neu für uns war, dieses Album zu spielen. Aber ich fand es, eine Atemberaubung ist das falsche Wort, aber ich fand es krass, wo da Leute mitgesungen haben. Mhm. Obwohl es ja noch gar nicht so lange draußen ist im Endeffekt. Ja. Und das war noch gar nicht draußen. So, ist am Freitag. Ist Freitag, Bringt schon die Tage durcheinander. Ich muss aber bedenken, dass wir einfach auch schon 1,5 Jahre vorher schon Songs gespielt haben. Manche haben etwas mitbekommen. Mhm. Und die Platte halt auch einfach sehr gute Hooks hat, wo man die Leute dazu kriegen kann, sie alle mitzusehen. Aber das ist Größte als Größte, finde ich, damit, wenn halt Leute die Songs auch mitsehen können. Ja. Das ist, finde ich, dann unbezahlbar auf der Bühne. Ja. So, das ist auch ein schönes Gefühl im Endeffekt. Und dann so, wow, okay, krass. Du spielst halt irgendwie, spielst deine Songs und denkst so, ja, ist geil, aber wird da mitgesungen, das ist schon was Schönes. Und das auch wieder zu dem Thema, was du halt gerade gefragt hast, was macht uns als Band aus oder warum sollte man uns hören? Ich glaube, wir haben einen ganz guten Dreh gefunden, eine professionelle Band zu sein, die für Musiker geil abliefern, so, dass man auch sagen kann, ey, geiler Schlagzeuger, geiler Gitarrist, geiler Bassist, geiler Pianist. Wir können alle was, aber wir entertainen trotzdem. Das heißt halt nicht nur, alle mit dabei, so, das sind wir nicht, aber wer Bock hat zu singen und mit uns zu feiern und was zu erleben, der ist eigentlich ganz gut bei uns aufgehoben. Und so war es halt auch in der Astra-Stube. Und wir haben uns ja explizit auch die Astra-Stube ausgewählt, weil der Laden so klein ist und wenn 100 Leute drin sind, dann tropft der Schweiß von der Decke und es ist... ist dreckig, aber es ist halt die Astra-Stube, es ist halt Teil von Hamburg Subkultur. Ja. Und wir gehören immer noch mit dazu. Also wir sind nicht, wir gehören nicht in diese Glamour,
möchte gerne Glamour-Welt der deutschen Popkultur, ja. Sondern wir sind immer noch ein Teil von Hamburg und dreckig und rotzig und charismatisch wäre irgendwie, würde ich mich wir sind so charismatisch. Nein, aber das, was die Astra-Schuhe ausstrahlt, das strahlen wir eher aus als, weiß ich nicht, eine clean Location mit einem Sepia-Filter. Ja. Das sind wir irgendwie nicht. Ja. Und das ist was mega. Wir sind auch eine Band, die halt sehr, sehr nah an den Fans ist. Mhm. So, das ist ja auch ein bisschen ausmachend in dem Moment, ne? Dass wir nicht auf der Bühne spielen, gehen dann wieder oder kommen und gehen dann wieder, ja. Sondern mit den Leuten noch interagieren und halt auch dann da sind, mit den Leuten reden. Ja, wir landen meistens mit denen dann noch irgendwie am Tresen. Und das finde ich, macht dann auch was aus. So, ne? Das ist, wie gesagt, was anderes, wenn du einen geilen Künstler siehst. Dann, ne? Klar, ab einer bestimmten Größe wird es halt schwer. Klar, das ist etwas, was man sich oder was wir uns versuchen immer zu behalten, egal ob wir jetzt gespielt haben, Merch dann gehen. Ja. Und da nochmal sind und dann wieder ein, zwei Stunden oder wie auch immer, bis alle irgendwie auch gequatscht haben oder zufrieden sind oder sonst. Ja. Das macht uns dann irgendwie auch aus und das macht dann auch Spaß. Die Leute kommen auch gerne wieder, weil sie genau diese Nähe dann auch haben, ja, klar, zum Künstler. Das ist ja natürlich immer so wichtiger, egal ob Instagram ist, ne? Hauptsache Nähe, 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 Nähe. Ja, also, deshalb machen wir den Kram ja halt auch. Also auch, um Leute kennenzulernen. Und wir lernen so unglaublich viele coole Leute dadurch kennen. Und, ja. Diese Band existiert ja auch einfach nur noch deswegen, weil wir uns so in der Form einen großen Fankreis aufgebaut haben, die das Gefühl haben, sie sind ein Teil von diesem Projekt. Und wir versuchen dann auch, die Leute miteinander zu connecten. Also, was machst du? Warte, ich habe eine Idee. Frag doch mal den und den, der arbeitet da und da. Vielleicht ist das irgendwie... Ja. Eine Mischung und so werden halt auch so Konzerte, wo halt auch 200 oder 300 Leute sind, so eher so eine Art Familienkonzerte. Mhm. Und das ist ein ganz guter Vibe eigentlich. Ja, cool. Du meintest gerade, dass das Publikum bei Songs mitgesungen hat, wo du es nicht unbedingt erwartet hast. Also hast du es von den Songs nicht erwartet oder hat sich einfach nur erstaunt, dass die Leute schon mitsingen konnten? Naja, es ist halt so, wenn du auf der Bühne spielst, stehst und dann, wir haben die Songs ja schon mal gespielt beim Abschlusskonzert, ja. Und jetzt diesmal nochmal, aber so bewusst auch, finde ich, bewusster. Und wenn man ehrlich ist, war man auch ein bisschen konzentriert, weil es natürlich dann auf 14 Songs war, die du sonst irgendwie manche nicht am Stück gespielt hast, da waren auch Sachen dabei, die du nicht live ausprobiert hast. Ja, aber wie er schon sagte, haben wir viele Songs immer schon live ausprobiert, zu gucken, was funktioniert, was geht, ne? Das machen wir ganz gerne. Aber dann irgendwie dann das zu realisieren erstmal, glaube ich, dann ist das Stehst, Spielst und auf einmal dann geht das da los und denkst so, okay, krass, was passiert da? Ne? So, das dann auch mal zu genießen und das finde ich immer ganz, ganz, es gibt ein gutes Gefühl, auf jeden Fall. Nochmal ganz anderes, als wenn du nur spielst. Ja. Auf welchen Song vom neuen Album habt ihr euch am meisten gefreut, den live zu spielen? Also alle. Alle. Das ist immer so die Standardantwort. Nein, ich kann mich nicht entscheiden oder so, aber irgendwie hat man ja dann doch so einen Favoriten, wo man gesagt hat, da bin ich gespannt, wie die Leute darauf reagieren. Achso, ja, vielleicht reagieren vielleicht höchstens, aber ich glaube, wenn man sagen würde, spielen, würde ich sagen, natürlich. Deswegen sind sie auch alle auf der Platte im Endeffekt, irgendwie, weil jeder Song irgendwie was hat, aber wenn du meinst, Reaktionen sind gespannt, natürlich auf die, die du halt noch nicht wirklich ausprobiert hast, die du zum ersten Mal ausprobierst. So. Du denkst, Proberaum probierst du ja aus, machst. So, es waren, glaube ich, weiß es gar nicht, ob es 5 oder 6 waren, die wir noch nicht live gespielt haben. Ja. Und also, ne, letztes Jahr auch schon, aber jetzt wirklich dann auch mal wirklich bewusst ausprobiert und zugehört und gucken, was passiert. So, ne? Also das wäre jetzt so das, was ich denke. Für mich ist es dann, sagen wir so, wir spielen die Songs nicht ausschließlich so, wie sie auf Platte sind. Ja. Also es ist so, dass wir wirklich eigentlich bei jedem Song gucken, ist es ein Audience-Song für die Leute oder ist es ein Song für uns Mucker? Und wenn es ein Mucker-Song ist, dann bauen wir den so aus, dass der für uns cool ist und dass die Leute dann verstehen, warum machen wir das als Mucker? Und wenn es ein Audience-Song ist, dann übernehme ich meistens dann die Verantwortung dafür, dass ich sage, ey Leute, bei dem Part und dem Part, das machen die Leute. So, und deshalb ist es halt immer ein Wechsel. Ich freue mich persönlich für die Jungs eigentlich immer auf die Mucker-Songs, weil ich weiß, dann sind die glücklich und machen halt ihr Ding und ich kann mich zurückhalten und ich muss halt nicht reden, weil ich halt unglaublich viel rede. Ja. Und man kennt ja auch so die Frontleute, die einfach Konzerte kaputt reden und ich bewege mich halt immer auf den Zenit der Dummheit, dass ich Konzerte einfach kaputt rede, aber ich schaff's irgendwie noch, der Absprung, dass die Jungs dann auch merken, okay, alles klar, das sind die Songs für uns, da hätte das Maul.
die Reste uns. Aber ich freue mich natürlich immer auf die Audience-Songs. Wenn ich mal, wenn man so denkt, so okay, alles klar, welche Teile der Platte können die Leute mitsingen, weil wir so krass produziert haben, dass wir das gar nicht alles singen können, sondern es müssen eigentlich die Leute singen. Und dann gibt es halt so Songs wie Schwarz war mit Hintergrund, wo eigentlich alle Menschen mitmachen müssen und den Refrain singen müssen, sonst funktioniert der ganze Endteil überhaupt gar nicht. Und da freue ich mich eigentlich am meisten drauf, dass die Songs, die eigentlich die nur mit den Leuten halt funktionieren, wenn die dann stehen und wenn die dann funktionieren. Ja. Und ich freue mich auch, wenn die weiter singen. Die haben bei Arnim so einen kompletten Zwischenpart, haben die halt einfach 3 Minuten lang nach dem Song halt weitergesungen. Ja. Und da gibt's, der ist halt stumpf, so, aber die haben den halt weitergesungen und wir haben standen halt einfach nur und haben gedacht, krass, geil, wie cool ist das denn? Ja. So, und dann hast du halt irgendwie den Moment, wenn Leute 3 Minuten lang deinen Part von dir mitsingen und du sagst halt einfach noch so, ihr singt jetzt so lange weiter, bis wir den nächsten Song anfangen. Und die machen das dann auch noch, dann dreh ich durch, dann ist es geil. So, dann guckt sich der Schlagzeuger an und denkt so, soll ich jetzt? Nö, lass die nochmal, die haben Spaß da dran. Sehr cool. Eure Konzerte stehen ja jetzt dann auch an. Ab nächsten Monat, glaube ich. Ende nächsten Monat. Habt ihr euch die Locations, wo ihr spielt, habt ihr da irgendwie mit Einfluss gehabt? Habt ihr da, wie bei Astra-Stube zum Beispiel, dass ihr da welche habt, wo ihr sagt, da wollen wir unbedingt spielen? Oder wenn wir in der Stadt spielen, dann am liebsten dort. Und gibt es da irgendwie Favoriten, wo es vielleicht auch geklappt hat, wo ihr jetzt spielt? Also in Hamburg ist, glaube ich, das Knust, ne? Hm? Ja. Das Knust kommt von uns. Wir wollten den Knust spielen. Ja. Wir haben uns, weil wir uns so einen Jahresplan auferlegt haben. also das letzte Jahr haben wir in der Hebebühne gespielt, da wo wir jetzt hier gerade sitzen. Ja. So, und das ist eine 200er Location. Ja. Und wir wollten eigentlich, wir haben halt gesagt, okay, wir schaffen das. Wir schaffen im Knust, in Hamburg schaffen wir jetzt, dass 600 Leute da sind. Mhm. Und deshalb wollten wir ins Knust. Ja. Und der nächste Plan wäre dann vom Knust ins Docks. Ja. Nächstes Jahr. Ja. Und Berlin, glaube ich, auch. Weil, also wir haben halt kein Mitspracherecht, aber wir haben schon gesagt, wir würden gerne wieder im Privatclub. Sagen wir so, wir können uns, wir reden halt mit unserem Booker über die Städte ganz oft. Ja. Das ist sehr offen. Aber die Clubbuchung, wenn du jetzt nichts Spezielles hast, da weiß er einfach besser Bescheid. Ja, klar. Und so, was so kann funktionieren. Ne? So, wie welche groß ist, ne? Also, das sind meistens so 300 bis 400 Clubs, ein Clubs halt ein bisschen größer, ne? Wenn du in der Stadt bist. Ja. Und dann lässt man sich wieder hin und guckt, okay, welche Städte können wir machen? So werden wir auch gefragt. Ja. Welche wünscht ihr euch mal, wo wollt ihr mal hin? Und dann ist es eigentlich auch alles mit Absprache. So, cool. Jeder ist auf seinem Bereich, deswegen. Wo ihr über Hanseatic Help gesprochen habt, also ihr seid ja auch viel sozial und politisch auch aktiv und ja, was würdet ihr sagen, kotzt euch gerade politisch gesehen so richtig an? Wo wollen wir anfangen? Wie lange geht das Interview denn? Sucht euch ein Thema raus. Ich weiß nicht. Willst du, soll ich? So das erste Bauchgefühl vielleicht. Ja, gerne. Mein erstes Bauchgefühl. Ich möchte was Positives jetzt mal sagen. Ich habe jetzt die ganze Zeit nur gekotzt bei den ganzen Interviews. Ich habe neulich auch im Radio irgendwie so 3 Minuten, das wollte er eigentlich gar nicht. Ich habe so 3 Minuten. So ein Rant. Wo er meinte, so krass, das war jetzt eine 3-Minuten-Rede gegen AfD und Gauland. Und zwar wegen der Wahl in Bayern. Und das hat einer der Abgeordnete da rausgehauen hat, das war halt unglaublich. Nee. Und du hast Hanseatic Help gesagt, ich würde was Positives sagen. Ja. Also wir beschäftigen uns so sozial, weil wir glauben, dass eine Balance geschaffen werden muss. Mhm. Wir sind keine Band wie Feine Sahne Fischfilet, die mit an die Front geht. Mhm. Das habe ich früher belächelt, dachte halt, Alter, sag doch, ich kann das Gelaber nicht mehr hören, Nazis raus und so, das ist auch schon mal langsam vorbei. Mhm. Und das vor 5 oder 6 Jahren. Und jetzt schäme ich mich dafür, dass ich das gedacht oder gesagt habe und freue mich, dass so eine Band wie Feine Sahne Fischwilli da ist. Freue mich, dass es Neon Schwarz gibt. Freue mich, dass Audiolied halt mit dabei ist und an vorderster Front steht und die alle was zu sagen haben. Und wir als Popband haben eine ganz straighte Meinung und eine ganz strikte Meinung. Aber wir sind jetzt nicht diejenigen, die halt Steine werfen und auf die Straße gehen. Klar gehen wir halt zu Demos und fordern auch auf, Leute mit zu Demo zu gehen. Ja. Aber gehen halt eher in die Kommunikation, sondern wir glauben eher, dass es hilft, wenn man Menschen etwas gibt, außerhalb von Hass und in welcher Form auch immer, ob linke oder rechte Hass. Sondern sind alle so aufgestellt, dass wir pädagogisch arbeiten und
Auch ganz klar dann kein Hehl draus machen, dass wir Projekte unterstützen, also mit Theater und so, für Geflüchtete und so. Das ist halt alles cool und da gibst du halt Leuten was zurück und eine Chance und Perspektive und Kultur und Kunst und Kommunikation. Und Kommunikation ist der Weg für Integration. Und wir können halt einfach die ganze Zeit Hass sprühen auf jeden einzelnen Nazi, aber der ist ja dann immer noch da. So, und wenn wir die ganze Zeit immer anfangen, zu sagen, wir müssen uns gegenseitig auf die Fresse hauen. Nein, wir müssen halt einfach einen Weg für Kommunikation finden. Auch in Chemnitz, was da halt passiert ist, da sind halt einfach Menschen, die vergessen worden sind und die vielleicht einfach gar nicht diesen Hass verdienen, sondern einfach ein Gespräch und dieses, ey, was fehlt dir hier? So, ne, in ganz Ostdeutschland, so wenn man es halt sieht, in MacPom, wie klein die Flüchtlingsrate da eigentlich ist. Das ist einer der Länder, die halt am wenigsten Geflüchtete aufgenommen haben. Und wenn niemand da ist, mit dem du reden kannst über das Problem, halt wenn keiner aus Syrien da ist, der sagen kann, hey Mann, ich bin auch ein Mensch, das und das ist mir passiert. Ey Mann, ich komme hier aus Chemnitz, das und das passiert mir, ich fühle mich hier allein gelassen, ich weiß nicht, was wir machen sollen. Dann entsteht eine Kommunikation und das muss eigentlich anfangen. Und deshalb machen wir den Kram halt auch mit Hanseatic Help, versuchen alles, also sie zu unterstützen, weil das eine Organisation ist, die genau das macht. Einfach das Maul halten, deren Credo ist halt einfach machen. Und der Punkt ist so, einfach Sachen für Menschen machen, egal welchen Hintergrund sie eigentlich haben, damit man merkt, dass man was für sie macht und damit sie ein gutes Gefühl bekommen. Und das muss gemacht werden, weil sonst laufen wir halt wirklich in der Politik jetzt Gefahr oder beziehungsweise in diesem Sozialsystem, dass wir uns einfach voneinander abspalten wieder. Und dann muss halt einfach Kommunikation und Bildung muss da einfach her. Bildung, das ist das Wort. So. Bildung, also ich bin so traurig darüber, ne? Das werden so viele Lehrer gerade gesucht. Und man scheißt halt einfach drauf. Ich glaube, 40.000 Lehrer werden gesucht. Und gerade halt auch in den neuen Bundesländern. Und da müssen halt vernünftige, coole, junge Lehrer mit einem guten Herzen hin und den Leuten halt was zeigen. Und das beginnt dann halt irgendwie, wie gehen wir miteinander um? Und nicht, wie wird eine Kurve berechnet, sondern wie gehen wir miteinander um? Wie reden wir miteinander? Was bedeutet es, mit jemandem zu kommunizieren und ihm ins Auge zu blicken und das nicht per Instagram zu machen oder per Story Mode? So einfach. Sorry, schon wieder ausgehakt. Ich würde es auch so stehen lassen. ich bin auch am Ende meiner Fragen. Ich würde mich an der Stelle nur noch bedanken bei euch. Und weiß nicht, wollt ihr noch irgendwas sagen? Ich würde das sonst. Ich würde das sonst abbrechen. Ich würd das Alter, brech das bloß ab. Jetzt reicht es ja auch. Langweilig. Nee, alles gut, wir bedanken uns einfach. Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, kannst du persönliche Fragen stellen? Hat er keine Fragen. Ja, welchen Festivals werdet ihr nächstes Jahr spielen? Wissen wir noch nicht. Wisst ihr noch nicht. Wo werdet ihr nächstes Jahr spielen? Spielt ihr auch in München? Ja! Nächstes Jahr gehen wir. Wir machen jetzt nur eine kurze Rutsche. Stellst dir selber noch Fragen? Ich finde das ja, gut. Total das gut. Gut. Also, so, warum spielt ihr nur so eine kurze Rutsche? Ging halt nicht anders. Machen wir halt nur den Norden. Macht ihr denn noch mal eine zweite Hälfte der Tour? Ja, nächstes Jahr. Dann kommen wir auch super gerne nach Leipzig und nach München und nach Wien. Machen wir auch alles. Die zweite Teil der Rumtour wird fantastisch. Spielt ihr nur eine Stunde oder spielt ihr, wie lange spielt ihr auch? Ich habe mir vorgenommen, ich möchte gerne jedes Mal, jedes Konzert möchte ich gerne 2 Stunden spielen. Jedes? Jedes Konzert, 2 Stunden, mindestens. 2 Stunden kriegst du mich von der Bühne. Ja, 2 Stunden ist okay. 2 Stunden ist in Ordnung. Ich hab gesagt, wir wollten eigentlich beide Alben spielen, aber da kriege ich Ärger von der Band. Schaffe ich nicht. Aber doch, viel schöner, wenn es rund 30, aber jeden Tag 2 Stunden da reingrößt. Ja, ich schaffe das jeden 2 Stunden. Also wer zu uns auf eine Show bekommt, der kriegt alles geliefert. Also versprochen wurde bei den Konzerten, es gibt 2 Stunden Show. Ja, 2 Stunden Show. Gut. Wenn ich es nicht hinkriege, wenn wir es nicht schaffen, dann. Also, dann, ich würde sagen, da kriegt man was geboten, dann
nur für 2 Stunden auf eine Oldwell-Show. Ich glaube, das sollte man sich schon mal anschauen. 90 Minuten alleine sind schon, da drehen die Leute schon durch und sagen, macht mehr. Also. Cool. Dann. Alles klar, wir waren Foo Fighters. Ihr seid Festival-Stalker.